Man muss einen ganz anderen Fokus legen auf soziale Interaktion. Man braucht ein gemeinsames physisches Minimum. Der Kaffeetratsch, der auf einmal nicht mehr stattfindet, der ja doch die beste Wissensquelle ist. Man muss sich bewusst überlegen, wie kann man kreativ zusammenarbeiten? Wo mache ich das? Was brauche ich dazu? Alles, was neu geschaffen werden muss, stellt eine neue Herausforderung dar. Die muss man in seinen Alltag integrieren, sich bewusst darüber auseinandersetzen und bewusste Elemente setzen. Das haben auch wir gesehen, wir haben Maßnahmen ergriffen und auch so wird es besser. Nichtsdestotrotz ist es eine Kombination aus Offline und Online, die, glaube ich, erfolgsversprechend sein wird.